Hallo und willkommen zurück zu Super Meat Boy, dem Spiel, das Spaß macht. Haha. Ja, okay, wir sind heute weiterhin im Forest. Nee, nicht im Forest, im Hospital, in der Dunkelwelt. Was hatten wir eigentlich zu tun hier? Ach ja, genau, wir suchen das letzte... Nee, nicht das letzte Bändel. Wir suchen hier noch die Art Pluszeit, versuchen wir noch zu machen. Im Prinzip war das Level nicht sehr schwer. Man kann hier eigentlich relativ schnell durch. Mal sehen, ob ich es heute ganz gut schaffe. In der letzten Folge bin ich mehrmals am Durchdrehen gewesen. Was aber alles halb so wild ist, denn ich habe heute wieder Lust und Spaß und Komm schon. Ja, und genau das ist mir letztes Mal auch immer passiert. Ich bin ständig darunter gefallen. Warum auch immer. Ja, super. Und ich weiß gar nicht, was ich für eine Zeit schaffen muss, aber ich glaube, so mega schwer wird es nicht. Hui. So, come on. Up. Schnell, 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 schnell. Hui, das war knapp. Ja, okay, das war easy. Sehr schön. Ein paar Level fehlen noch, wenn wir dann irgendwann die ganzen Level haben. Was jetzt, wie gesagt, nicht mehr allzu lange dauert. Dann werden wir auch in der Welt 2 noch die ganzen letzten restlichen Bandages holen. Oh, Moment. Das ist eigentlich gar nicht schwer. Ich muss eigentlich nur am Rand runterrutschen, ohne dass ich mich von den Lasern treffen lasse. Genau von denen. Ist eine kleine Timing-Frage. Also, wie lange hält denn das Scheißding? Ich dachte, das geht mal wieder aus. Und dann? Achso, ich kann da runter. Ups. Irgendwann habe ich dann das Timing hier auch drauf. Ja. Oh. Scheiße. Einmal warten. Einmal warten. Einmal warten. Und ja, genau. So, und jetzt hier runter. Komm schon. Zack. Ah, da war ich zu früh. Da wollte ich zu viel. So. Ah, verdammt. Oh. Oh, das geht sogar. Wenn ich es geschickt anstelle. Könnte ich sogar mit einmal runterrutschen, oder? Ah. Uiuiui. Naja, wir gehen einfach mal auf Nummer sicher und nehmen das hier noch mit. So. Great A-Blast. Nice. Na, dann ist ja alles gut. Okay, das Level war wieder easy. Bei dem vorherigen dachte ich ja, ich muss durchstehen. Aber das hier war wieder, ja, komplett einfach. Wow. Ich muss auf die andere Seite. Ich muss auf die linke Seite, denn da habe ich kleine Stufen, bei denen ich stehen bleiben kann. Hallo. Vielleicht sollte ich ja auch mal das Kit nehmen. Außerdem habe ich hier eine Wand. Oh. Ja, okay. Upsala. Meine Fresse. So, Rico ist jetzt wieder konzentrieren. Du musst ein kleines bisschen warten ab und zu. Das ist ganz normal. Ui. Zu langsam. Okay. 17 Sekunden. Alles klar. Wir versuchen es einfach nochmal. Oh, zurück zur Karte. Ich habe wieder mal... Nein. Ach, Mensch. Mach doch mal mit, Meat Boy, du Sackgesicht. Ich habe versehentlich falsche Taste gedrückt. So, vielleicht schaffen wir es tatsächlich heute noch, die ganze zweite Welt abzuschließen. Schaffe ich das? Moment, kleines bisschen länger warten. Nee, also da muss ich auf jeden Fall warten. Ich kann nicht schneller dadurch. Das ist ein Witz. Oh, okay, das geht. Da kann ich eine Phase einsparen. Ja, Menno. Rico ist jetzt wach sein und los. Ja, okay, das hat gereicht. Sehr gut. Great A+. Noch zwei Level, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Was haben wir denn hier Schönes? Auch wieder Laser. Laserspaß, Laserspaß, juhu. Oh. Ja, sehr gut. Oh, wie hält denn das immer so lange? Meine Fresse. Kann ich da eigentlich mich an der Wand lang dingsen? Das geht sogar, cool. Spielt im Endeffekt keine wirkliche Rolle, aber es ist interessant. Uiuiui. Ui, ui. Drei Schlüssel. Oh, was ist das denn, ey? Nein. Oh, jetzt bin ich zu hoch gesprungen. Hoppala. Hupsi. Hupsi. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich hier habe. Wahrscheinlich eh nicht genug. Ach, wieder zu früh.
Ich bedenke aber halt, ich versuche halt auch immer direkt schnell zu sein, um die A-Plus-Zeit zu schaffen, damit ich das Level nicht mehrmals machen muss. Also nicht mehrmals komplett machen muss. Ja, shit. Ist immer so eine Schwierigkeit dabei, denn es ist immer so die Frage zwischen Sicherheit und schnell. Spring doch nicht an die Wand darüber, was soll denn das? An Schwierigkeit und Schnelligkeit, ne? Das ist so. Und Wiederholungen und so, das ist immer, naja. Der springt immer an die Wand, das ist doch nicht der Ernst. Meat Boy, wir werden gleich Probleme miteinander haben, wenn du es weitermachst. Ja, okay. Oh, mein Timing ist so unglaublich scheiße. Wieder? Das ist doch nicht normal, das ist aber übelst spät hier. Meine Fresse. Komm schon, Meat Boy. Gab es nicht auch so ein Teil, was da an der Wand lang rutscht? Irgend so ein Charakter, mit dem man spielen konnte? Okay, jetzt warten wir ab. Gut, bis dahin in Ordnung. Alter, ist das mies. Wie soll man denn das Ganze dann auch schnell schaffen? Das ist mir ein absolutes Rätsel. Ich weiß auch wieder nicht, was hier das Zeitlimit ist. Aber wahrscheinlich nicht genug. So wie es meistens ist. Komm schon. Uiuiui, das war wieder knapp. Ich bin auf der falschen Seite des Flusses. Komm schon. Okay. Jetzt kommt bestimmt noch irgendein Laser, oder? War es zu langsam, ja. Ah, 26 Sekunden. Okay, jetzt habe ich eine Hausnummer, an der ich klingeln muss. Gar nicht so leicht, gar nicht so leicht. Ach, Mann. Ich glaube, ich komme da auch nicht direkt durch. Das ist wohl oder übel nicht drin. Come on. Okay. Okay, das sollte aber locker schaffbar sein, oder? Zack. Ui, jetzt bin ich noch stehen geblieben neben ihm. Neben ihr, neben Bandage Girl. Meine Fresse. So, und jetzt haben wir noch dieses eine Level hier vor uns. Gibt's hier nochmal ein Bandage? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob es da eben gerade noch ein Bandage gab. Fakt ist, hier musst du einen Schlüssel holen. Aber das ist alles kein Problem. Kein Problem. Alles locker von der flockig, locker flockig von der Seele weg, von der Leber weg. Ach, ihr wisst schon. So. Was hast du hier eigentlich vor? Ah, nein! Oh, nein, ey. Das sind immer die Stellen, wo ich es liebe durchzuklitschen irgendwie, durchzurutschen. Immer so eine kleine Lücke im Boden, die ich dann jedes Mal auch mitnehme. Wer meinen Let's Play hier verfolgt hat, der weiß, dass ich das nicht nur so sage, sondern dass ich tatsächlich dazu neige, da ständig mal solche Lücken mitzunehmen. Echt ein bisschen dämlich, aber naja. Scheiße, ey. Na, wie die Lücke da, das ist auch wieder so ein Ding. So, keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Oh, hier ist ein Ventilator. Ist das jetzt wirklich passiert? Das wäre doch sowas von A-Plus gewesen, oder? Also ich glaube fast nicht, dass es hier ein Pflaster gibt. Ich vermute mal, das schaffe ich so. Von der Zeit her einfach nur. Und dann habe ich es. Obwohl man hier schon ganz schön lange braucht, ne? Also es ist nicht so, dass man das jetzt einfach mal schnell hier im Flug erledigt. Oh. Aber im Baden, im Schwimmen, das funktioniert immer super. Scheißdreck. Komm schon, Baby. Ich will diese Welt abschließen. Ich habe mir übrigens schon rausgesucht, wo jetzt noch die fehlenden Pflaster sind. Da müsste ich dann nur noch mal ganz kurz drüber schauen auf meine Liste, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe mir nur die Level aufgeschrieben, wo man Pflaster findet und alles andere muss ich dann noch machen, ne? Ihr versteht schon. Ach, das kostet Zeit, Rikos. Deine Dummheit hier. Okay, das war tatsächlich fast schnell. Schon wieder. Wirklich. Wirklich schon wieder. Ach. Ich hab's manchmal echt drauf. Ich komme mittlerweile wirklich gut klar, solche langen Sprünge gut zu timen, dass ich auch dann direkt mal in die Lücke reinfliege. Aber ich fliege halt auch oftmals in die Lücke rein, in die ich gar nicht reinfliegen möchte. So. Okay. Wow, der war nice.
hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Genau über die kleine Plattform, auf die ich drauf hatte, drüber geflogen. Aber so richtig präzise, muss man schon sagen, ja. Nicht schlecht, du. Nicht schlecht, Rikus. Du hast es gelernt. Na, schade. Wenn ich da nicht dran klitsche, dann kann ich vielleicht sogar den Sprung, den einen Sprung mehr sparen. Ach, wenn ich nicht abbremse, reicht's. Okay. Ja, ich bin bei sowas sehr perfektionistisch. Ich versuche dann wirklich die schnellste Möglichkeit rauszufinden. Und die ist in meinen Augen dann schon so für den Anfang. Es springt doch mal da hoch. Wisst ihr, was das Problem ist? Man muss in diesem Spiel, wo man sehr schnell sein muss, auch sehr präzise sein. Das ist gern mal problematisch, gerade wenn diese scheiß Blasen darum fliegen und mir das Leben zur Hölle machen. Ach. Schlüssel 1. Ich weiß gar nicht, wie viele Schlüssel das hier gibt, aber es waren, glaube ich, 3 oder so, ne? Komm schon. Ja, okay. Nein, oder? Kann ich hier abkürzen? Was mache ich denn? Jetzt geht er da rein. Gar nicht so dumm eigentlich, oder? Gar nicht so schlecht eventuell. Ups, da ist eine Kante, die habe ich gar nicht gesehen. So, diesmal landen wir da eventuell auch drauf. Das reicht doch eh wieder nicht, oder? Nee. Manno! Wie schnell... 36... Wie schnell war ich denn? Ich habe gar nicht gesehen, wie schnell ich war. Das werde ich dann wieder beim Schneiden sehen, wie ich mich angestellt habe. Meistens sehe ich sowas erst recht spät. Weil ich hier immer auf... Ich achte nicht auf die Zeit, ich achte nur auf das Level, was auch logisch ist. Denn sonst schafft man es gar nicht zeitlich. Müsste ich da echt links, rechts vorbei. Ja, genau. Habe ich nicht gemacht. Ich versuche jetzt mal was anderes. Ich versuche jetzt mal, dass ich von hier aus dann gleich wieder nach da springe, nach links. Obwohl, da komme ich eh nicht ran, oder? Ja, hier kann ich doch unglaublich Zeit sparen. Dann hole ich mir den Schlüssel hier. Spring doch jetzt da hoch. Zack. 23 Sekunden, okay. Den Sprung da oben, der ist auch wieder so eine Sache, die mir irgendwie nicht so richtig gelingen will. Weil da wieder die Kante im Weg ist. Ach man, wenn ich schon an der Stelle hier Sekunden verbrauche, dann braucht euch nicht wundern, dass ich mich umbringe, denn das dauert zu lange und da Zeit zu verlieren ist einfach dämlich. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, okay. Ich bin jetzt nicht durch die Lücke durchgeflogen. Oh! Diese Lücken, ich hasse diese lückenhaften Dinger. Es gibt nichts Schlimmeres als Ventilatoren. Ja, daran ändert sich nichts, das könnt ihr mir glauben. Die Lasers sind auch nicht sonderlich schön, aber die sind okay. Und die Ventilatoren sind mein absoluter Hass. Und hier kann man echt viel Zeit sparen, oder? Also das sollte man auf jeden Fall so machen. So, und jetzt? Na, da komme ich so nicht hoch. Sowas regt mich dann immer auf. Ich bin wirklich, wirklich gut in der Zeit. Ich war, glaube ich, 6 Sekunden vor der Zeit da, wo ich sein muss. Und dann komme ich einfach da nicht hoch und versaue alles. Naja. Okay. Gut, Rikus. Wir haben jetzt genug Scheiße gebaut. Wir konzentrieren uns jetzt noch, dass wir da noch ein paar Pflaster holen können hier, damit wir die Welt 2 dann so bald wie möglich komplettieren können. So. Ich werde nie wieder dieses Spiel spielen, wenn ich damit fertig bin. Sowas von nie wieder. 18 Sekunden, alles prima. Alles prima. Alles gut in der Zeit. Ja, jetzt hat's. Nein! Geklappt. Der Sprung zumindest. Wow, ich habe Scheiße gebaut und hab's trotzdem noch in A+ geschafft. Ich glaube, im nächsten Level gibt's nicht. Nee, genau. So, jetzt kommt der Zeitpunkt. Also, ich muss das mal abstreichen auf meiner kleinen Liste, sonst wird das hier nichts. Die 2 habe ich, die 10 habe ich. Und ich habe die 20 und die 16. So, hier fehlt auch noch einiges an Pflastern und die 13. Die nächsten Pflaster finden wir in Level 5. Okay, da muss ich wieder ganz hoch. Ja, wir wollen auf jeden Fall alle Pflaster noch holen. Big Enemy. Mal schauen. Wo ist denn hier das Pflaster? Ist das ganz unten irgendwo vielleicht? Ah ja, genau. Okay. Komme ich von hier aus rüber? Hui! Wow, scheiße. Hat gereicht, aber ich bin irgendwie in den Ventilator gefallen. Ah, okay, wir machen das mit dem Ventilator. Schön, dass ich nochmal Ventilator spiele. Ventilator-Level spielen darf, das ist immer toll. Oh, der blöde Ventilator hat mich in die Spritzen geworfen.
Nee, da wollen wir jetzt noch nicht hoch. Sollte das vielleicht etwas langsamer angehen. Gottchen, das kann ja wieder was werden hier. Ja, okay. Super, damit hätten wir auch die 5 gesammelt. Jetzt fehlt in der Warp Zone noch was. In der Warp Zone. Zurück zur Karte. Ja, ich muss jetzt ein kleines bisschen hin und her fummeln hier. Das tut mir alles sehr leid, aber es geht nicht anders. So, Castle Crushers. Und hier müsste ich zwei Pflaster holen. Die habe ich damals irgendwie alle übersehen. Ja, okay. Wie war das hier? Seht ihr jemanden Pflaster? Ich sehe keins. Wow, das ist ja voll schwer. So, okay, dann nehme ich mal an, dass jetzt hier in dem zweiten und dritten Level noch eins ist. Ah ja, da ist es. Habe ich das echt nicht geholt? Ach, verdammt. Scheiße. Das war ein bisschen ungünstig. Ich kann hier also auch keine anderen Charaktere nehmen. Das ist sehr interessant. Okay, die linke Seite habe ich mir verbaut. Gut, war ein bisschen unorthodox, aber was soll's. Drittes Level, noch ein Pflaster? Nee. Hey, wo soll denn ein Pflaster sein? Irgendwas muss ich verpasst haben. Eins haben wir. Dann muss man wirklich in dem ersten Level noch eins. Hä? Wo denn? Bin ich so dumm? Bin ich so dull? Ich sehe keins, ohne Scheiß. Da ist es! Ach. Das habe ich wirklich nicht gesehen, ohne Scheiß, Leute. Lustig. Das war sowas von kaum zu sehen. Upsala. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle nochmal schaffen muss, alle von den Leveln hier, aber ich versuche es einfach mal. Sicherheitshalber, nicht, dass dann irgendwie gesagt wird, nein, du musst alle drei Level schaffen, bevor du das Pflaster mitnehmen darfst. Und deswegen machen wir das jetzt auch. So, okay, noch das dritte. Oh, da war ich zu gierig, zu greedy. Da war eigentlich nichts mehr zu machen an der Stelle. Hier mal kurz warten. Und dann haben wir es. Okay, super, alles klar. So, damit sind wir schon bei 15. Damit hätten wir die. Dann fehlt in der anderen Warp Zone fehlen bestimmt auch noch welche. So wie ich das einschätze. Und Level 18 ist dann auch noch. Ja, erstmal Level 18, würde ich sagen. Und dann noch die Warp Zone. Ja, und dann hätten wir zumindest die helle Welt heute noch geschafft. Da in der Mitte. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ups. Hier ein Eingang? Aber selbst wenn, das nützt mir doch nichts. Wie soll das funktionieren? Ich gucke es einmal kurz, wenn ich den... Alter! Rikus! Wenn ich den Schlüssel geholt habe, wie es dann aussieht, aber ich glaube, hier war ich schon mal und habe mich echt gewundert, was ich hier zu tun habe. Weil irgendwie... Nee, das hält ja auch nicht an, ne? Nee, tut mir leid, keine Ahnung. Da muss ich erstmal nachschauen, was ich hier zu tun habe. Aber hier müssten noch was sein. Hier müssten noch zwei sein. Wieder mal in der Warp Zone. Habe ich die damals auch vergessen? Was ist denn mit mir los? Wo sind das überhaupt? Da ist ein Schlüssel. Den brauchen wir. Ich sehe aber auch keins. Habt ihr ein Pflaster gesehen gerade irgendwie? Ich nicht. Also zwei Pflaster müssen sein. Da muss jetzt hier hundertprozentig eins kommen. Ich halte mal die Augen offen. Ich kann nichts versprechen, aber ich schätze mal. Hä? Wo ist denn hier ein Pflaster? Wollt ihr mich verarschen? Da müssen zwei Pflaster sein in dieser Warp Zone. Komisch, äußerst komisch. Ich habe jetzt, also das mit dem Springen, das funktioniert, wie ihr bereits seht, sehr gut. Aber wo sind die verdammten Pflaster? Da ist eins. Okay.
Ich mache jetzt Folgendes. Ich bringe mich jetzt mal fix um. Upsi. Oder hole ich das noch fix? Ich versuche es nochmal, das zu holen hier. Ist ja im Prinzip kein Stress. So, okay. Und dann versuche ich wenigstens das dritte Level hier noch zu schaffen. Und dann will ich noch einmal reinschauen in die Warp Zones, denn hier müsste ja irgendwo noch das andere Pflaster sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schwer zu finden ist. Also eins... Ah ne, wir haben schon beide. Oh, ich möchte es trotzdem nochmal sehen. Ist das hier? Oder habe ich das... Ist das vielleicht schon weg, wenn ich das schon geholt habe? Kann eigentlich nicht sein, ne? Hm. Wieder was freigeschalten. I smell something fishy. Ja, kein Schimmer, wo ich hier noch eins gesehen... Ich mache das jetzt trotzdem nochmal. Auf der linken Seite ist auch nichts, auf der rechten Seite ist nichts. Dann muss es irgendwo in der zweiten sein und ich habe es gerade einfach nicht gesehen, irgendwie. Pflaster? Nö, hier ist nichts. Hallo? Ah, da ist keins. Was ist denn hier? Ach, wisst ihr was? Mir ist es egal. Dann haben wir es halt und ich brauche nicht nachdenken, wenn ich es sowieso schon habe. Ne? Und was die Welt 18 angeht, da schaue ich dann gleich nochmal nach jetzt nach der Aufnahme hier und guck mal, wo das sein, wie man da rankommen kann. Das ist mir nämlich ein absolutes Rätsel. Also wir haben hier auf jeden Fall beide. Es fehlt noch eins hier in der Lightwelt, in der Lichtwelt und in der Dunkelwelt. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Okay, wenn es euch gefallen hat, bewertet und kommentiert das Video, abonniert meinen Kanal und empfehlt mich weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.